Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trains in World 3. Heute wieder im Weihnachts 400 Abonnenten Special. Keine Ahnung, was man dazu sagen will. Ja, wir machen heute den Touristenausflug. Dauert anderthalb Stündchen angeblich. Bin mal gespannt. Übernehmen Sie einen Sonderzug für Touristen zum Langwisa-Viadukt. Soll mindestens anderthalb Stunden dauern. Ich bin mal gespannt. Und ja, mal gucken, was dabei so rumkommen wird, ne? So. Ich brauche jedenfalls schon 20 Jahre zum Laden, wie man sieht. So, Touristenausflug. Rätische Bahn. Nochmal 20 Jahre später. Ah, es tut sich was. Willkommen am Bahnhof Chur. Sie übernehmen heute einen Sonderzug für Touristen. Sammeln Sie die Fahrgäste an der Station Chur Stadt auf und bringen Sie zum Langwisa-Viadukt. Also mit den Texten haben sie echt scheiße gemacht. Bringen Sie sie zum Langwisa-Viadukt. Damit sie dort Bilder machen können, wahrscheinlich, ne? Genau. Also mit den Texten, das muss überarbeitet werden. Die müssen länger stehen bleiben. Oh, wir haben wieder Winterwetter. Ich glaube, bei uns wird es nicht so sein, wenn ihr das Video seht. Aber zumindest war der November ja sehr warm. Da ist aktuell noch sehr warm. So, also wir haben einmal den Hauptschlüssel. Naja, nicht den Fahrstuhlschalter, sondern den Hauptschlüssel an. Den Folie brauchen wir nicht. So, dann müssen wir Stromabnehmer heben. Echt jetzt? Okay, dann machen wir. Ah, ne, Quatsch. Den wieder geschlossen. Stromabnehmer heben. Fährt hoch. Zack, ist dran. Hauptschalter geschlossen. So, Kompressor auf automatisch. Liftergeschwindigkeit. Ja. Lokbremse lösen. Ne, irgendwie haben wir immer noch keinen Saft hier, aber ist okay. Die gelöst. Ja. Lösen. Handbremse auf gelöst. Ja, kriegen wir auch noch hin. Jahre später. So, Handbremse ist gelöst. Nein, das ist falsch. Jetzt brauchen wir natürlich noch Zugschlussbeleuchtung. Zack. Oh, ne, den können wir so lassen. Den können wir auf Vollgas. Und die können wir mal so setzen. Instrumentenbeleuchtung machen wir auf Vollgas. Rückspiegel an. Führerstandsbeleuchtung brauchen wir eigentlich nicht gerade. Dann brauchen wir natürlich noch einen Totmannschalter. So, was haben wir denn noch? Vakuumpumpe können wir erstmal so lassen. Bahnhof Chur. Und auf hier geht's. Müssen wir die komischen Wagen da wahrscheinlich ankoppeln, denke ich mal. Und auf hier geht's. So. Okay, nochmal 5 Meter vor. So. Karre steht. Wir sollen jetzt ankoppeln. Wir ziehen mal eben das Fenster runter. Egal, ob es kalt ist oder nicht. Wir müssen da irgendwie hin. Stellwerk nochmal anrufen. Den nach hinten. Ja, jetzt haben wir's. So. Eben ankuppeln. Hat es ja jetzt ja zum Glück schnell gemacht, ne? Schön sind auch die Spiegelungen hier im Fenster.
verstehe das nicht, ne? Beim Fenster kann sich das ganze Ding alles spiegeln. Die Spiegel sind Deko. Schade. Rein, Fenster wieder zu, so, ankoppeln, ah, zack, fertig, Luke schließen, so. Naja, man sollte vielleicht die Bremse auch lösen, ne? Zack, zack, zack. Fun Fact am Rande. Die Züge in der Schweiz brauchen, zumindest bei den Nebenbahnen, also bei den Nebenbahnen ist ja relativ, aber bei den Schmalspurbahnen. Warum haben wir denn hier keinen Saft? Ist alles los. Muss ich drüben noch die Bremse lösen? Nee, kann doch nicht. Ach, Totmannschalter, genau. So. Genau, das ist das. Dann brauchen wir natürlich noch Licht in der Hobel. Zugbeleuchtung an. Und jetzt geht's auch los. Brauchen wir noch einen Scheibenwischer. So. So. Haben wir das auch? Wie schnell darf man hier, glaube ich, eh nicht fahren, ne? Ah, zu 25, ja, auch normale Geschwindigkeit, okay. Ja, rollen wir mal da langsam in den Bahnhof rein. Und ja. So. Licht haben wir an, ne? Steht auch richtig, ja. Zur linken sehen Sie den Gegenzug. Mhm. So. So, wir stehen da. Es sollen Fahrgäste einsteigen. Hier steigt keine Menschenseele ein. Das klappt hervorragend. Ich meine, hier stehen etliche Menschen vorne, aber steigt keiner ein. Hm, schade. Das ist also ein sehr effizienter Sonderzug, den wir hier fahren. Naja, gut. Was haben wir denn? Aber wir sollen noch ein paar Leute einsteigen lassen auf unserem Weg nach oben. Und ja, mal eben abwarten.
Ja, die Tür kann man wieder schließen. So, ich weiß jetzt nicht, welche das hat war. So, genau die hier. Und dann sollen wir weiter nach zur Stadt. Bremse lösen. So. Hat wieder aufgehört zu schneien. Ja, so gut wie, ne? Ja, machen wir die mal wieder aus hier. Aber nicht. Oder? Mal abwarten. Also im Moment geht es ja. So. M's. Alles klar. Schur statt 400 Metern. Das ist der Bahnhof, den wir noch nie angefahren haben. Also sprich die Bushaltestelle. Ich habe keine Ahnung. Gibt ja noch so ein paar Stationen, wo wir noch alles einsammeln müssten. So wie hier vorne links das Ding. Naja, mal abwarten. Aber nein, hier fahren wir auch wieder durch. Anscheinend. So, also vom Schneefall her kann man ja auch eigentlich alles. Kann man den erstmal momentan noch konventionell bedienen. Vielleicht steigen jetzt ein paar Leute ein. Weil sonst lohnt sich die Sonderfahrt ja so gar nicht, wenn wir keinen mitnehmen. Aber gut. Soll vorkommen. So. Kiste steht. Türen werden geöffnet. Sehr gut. Ah, eine Person steigt ein. Eine. Aber warum nicht? Dann haben wir halt einen Sonderzug für einen Fahrgast. Immerhin. Warum nicht, ne? Und man sieht, das Wasser ist noch nicht gefroren. Ah, da kommt gleich ein zweiter Fahrgast. Ich weiß es nicht. Aber könnte sein. Steigst du ein oder gehst du nur spazieren? Und wenn er einsteigt, ist er auf jeden Fall nicht die intelligenteste Person, aber ich glaube, der geht nur spazieren. So. Naja, unter der Voraussetzung können wir uns auch wieder reinsetzen. Ja. Machen wir die Luke wieder zu. War zu früh. So, Bremse lösen. Nächste Station Langwies. Wann geht es denn da weiter?
Wahrscheinlich sobald wir hier rausgefahren sind. So. Nö, die kriegen keine Fahrt. Wir haben konsequent Halt an der Ampel. Naja, so ist das halt. Naja, gut. Wollen wir mal schauen. Also, Instrumentenbeleuchtung ist jetzt aus dem Grund wieder gedimmt. Mhm. Jetzt haben wir erstmal 14 Kilometer geradeaus. Dann müssen wir mal Fahrzeitrichtung wechseln. Das soll 1,5 Stunden dauern. Das hat es jetzt natürlich auch mit dem Runterscrollen. Aber, okay. Ich bin mal gespannt, warum das dann 1,5 Stunden dauern soll. Aber ist okay. So. Gut. Dann geht es mal hier den Berg hoch. Aber ihr seht ja, Schneefall, also momentan echt noch im humanen Rahmen. Schön leicht. So. Durch mal die Scheibe eben sauber machen, gut ist. So. Aber ich muss schon sagen, jetzt sehen wir ja auch mal ein paar Berge, weil beim letzten Mal nicht so. Es ist schon schön im Winter, ne? Also, beim letzten Mal konnten wir die ja nicht sehen. Es ist schon schön hier. Sehr, sehr klasse. Also wirklich eine klasse Strecke. So, und jetzt dürfen wir auf jeden Fall auch 33 oder 35 war das? 33, ne? Ich glaube 33 dürfen wir ab hier fahren. Oder war es 35? Jetzt muss ich nochmal gucken. 33. Ja, 33. Gut. Also so langsam haben wir uns die Schilder doch angeeignet, denke ich. Also das geht schon. So, was brauchen wir noch? Einmal eben nochmal für klare Sicht. Errungenschaft. Oh, mit vollem Einsatz dabei. Ja. Das ist schon cool. Wenn nachher noch die Sonne rauskommt, boah. Wäre natürlich noch schöner. So.
Na joa, fahren wir mal gemütlich den Berg hoch, ne? Wird schon klappen. Wir müssen bis wohin? Ah, bis dahin. Ja gut, ist also gemütliches Fahren angesagt. Kann natürlich noch viel passieren auf dem Weg dahin. Aber mal schauen. Worauf ich mal Bock hab. Schon. Haben wir hier schöne Brücken oder so zufällig in der Nähe? Nee, ne? Nee. Einfach nein. So. Cool, jetzt ist die Scheibe komplett frei. Ja, das sind halt so die typischen Mankos an dem Spiel. Aber gut. Immerhin. Ja, also jetzt, wenn die Karte weiß ist, ist das wirklich schön hier. Sommer jammer ich ja mal so ein bisschen über die Bäume rum. War wie jetzt in der Vergangenheit, aber jetzt im Winter. Wenn man wirklich so sich die auf die Landschaft achtet. Ja, ist das schön. Stilvoll, so muss das. Also. Doch, die Winterfahrten sind die schönsten. Sind deutlich angenehmer hier. So. Naja, fahren wir mal gemütlich. Oh, sind noch 11 Kilometer. Das zieht sich ja wirklich. Aber ist geschmeidig. Oh. Ja. Na jo. Fernlicht an, das bringt jetzt gerade auch nicht, aber der Gedanke zählt. Kann man wieder runter machen, so.
So. Jetzt wird es interessant. Hier kommt gleich die erste Ausweichstelle. Steht hier ein Zug? Nee, das heißt, wir können wahrscheinlich durchfahren. Ich hoffe es zumindest. Aber hier hat jetzt auch nichts rumgepiept. Ah, sieht gut aus. Deswegen wird das schon okay sein. Sehr, sehr schönes Viadukt. Jetzt kommt auch noch die Sonne raus. Ey, das ist ja richtig cool. Guck mal an. Also jetzt wird es hier auch richtig klar. Also das ist sehr schön. Ach joa. So, noch 8 Kilometer. Und nochmal eben Scheibenschein kurz dekorhaft laufen lassen. Ach, wir fahren die ganze Zeit mit Fernlicht. Man bringt auch voll, aber. Egal. Ja.
Ah ja. Ach ja. So ist das halt, ne? Ich weiß jetzt leider nicht, was ich da so großartig zu erzählen soll. Tut mir leid, Leute. Also jetzt bin ich gerade echt irgendwie, ja, sprachlos. Sollen hier auch nicht halten. Was ich aber auch interessant finde, ist, dass hier einfach kein Gegenzug unterwegs ist. Naja, gut, ist halt so wie das. Aber hier ist echt weit und breit kein Gegenzug oder sonst irgendwas. Aber guckt euch mal diese Berge an. Ach, guck mal. Krollerverglasung. Haben wir auch am Start. Ja. Fertig. Sehr schön. Das mal an. Also so sieht das ja echt schön aus. Also so sieht es wirklich, wirklich, wirklich schön aus. Naja, gut. Was haben wir denn so für. Ist halt echt immer sehr gemütlich, so eine Tour. Haben wir jetzt mal irgendwo da hinten gleich an dem Ausweichgleis, welches da irgendwo mal kommen wird. Können wir hier vielleicht ein schönes. Ich kann gleich bestimmt ein schönes Thumbnail basteln. Das wäre natürlich auch cool. Ist die Frage, wo. Wie lange dauert das? Wir sind da. Theoretisch müsste er jetzt nach der Kurve kommen. Ah, okay, die Hupe ist leider nicht an den Zug gebunden. Also Pfeife. Ja, wo bleibt er denn? Man hört was, man hört was. Jetzt hätte ich eigentlich warten können, ne? Bis wir da durch sind mit dem Zug. Aber gut, war ich wieder zu schnell. Ja, Kameraführung ist halt bei mir nicht so das Beste. Aber gut. So.
Ah ja. Okay. Noch gute 5 Kilometer oder 5,5. Habe ich eigentlich jetzt hier 33? Ne, nur 33, genau. Aber heute ist es echt gemütlich hier hochzufahren. Immer ein bisschen Schneefall. Ja, aber geht wirklich. Da müssen wir hin, zu der Ortschaft, denke ich. Schon schöne Aufnahmen, ne? Ich frage mich, wozu. Egal. Wahrscheinlich kann man da oben nicht Kopf machen, deswegen fahren wir mit 2 Lokomotiven hoch. Wie viele Fahrgäste haben wir jetzt eigentlich an Bord? Effektiv würde ich sagen, einen habe ich vorhin gesehen. Hier sitzt keiner. Nein, nein, eins. Also wir haben einen ganzen Sonderzug für einen Fahrgast. Habt ihr das gesehen? Also, wenn das kein Minusgeschäft ist, ne? Aber immerhin haben wir einen dabei, einen Fotografen. Aber gut, Rätische Bahn hat er ja häufiger solche Aktionen, ne? Ich sag jetzt ja auch nur diesen Weltrekordzug, bei dem man von 2,5 Kilometer lang oder 2 Kilometer lang war das Ding. Irgendwie so, ne? Und letzten Endes waren da nur, ich glaube, 100 Leute geladen und anwesend. Naja. Aber das hätte man leider bei der Aufgabe ein bisschen schöner gestalten können, dass da ein paar Leute mehr drin sind. Aber gut. Kann nicht alles haben, ne? Bahnhof. Aber auch hier kriegen wir eine Fahrt angezeigt, wenn ich das richtig habe, ne? Und das wiederum bedeutet für uns auch, dass wir hier durchsemmeln dürfen. Und hier auch kein Gegenzug steht. Mal stehen wird, wenn ich das richtig habe. Aber zumindest jetzt hier bei der einen. Ja, Quatsch, aber Vorsicht noch vom Einfahrtssignal, ne? Interessant ist die Frage, wie sieht es da aus? Aber auch da kriegen wir noch Fahrt angezeigt, also alles gut, alles gut. Kein Gegenverkehr, kein gar nichts. Wir zimmern einfach so durch. Naja, so ist das. Halt. Ja, und auch hier haben wir Fahrt. Wunderbar. Ob wir eine Streckensperrung haben oder so, ich weiß es nicht. So. Jetzt haben wir wieder über so ein schönes Viadukt hier. Das sind natürlich schon coole Aufnahmen, ne? Also, muss man ja schon sagen. Ja, Maussteuerung ist so eine Sache, ne? Also
Gut, und weg ist er. Also eins muss man auch sagen, der Soundübergang von müsste eigentlich auch fließend übergehen und nicht einfach so zack abgehakt. Das ist auch noch so ein Punkt. Aber wirklich fließend auf Null, ab einer gewissen Distanz. Ja. Aber gut, dort haben viele Programme, Spiele auch in der Vergangenheit gehabt. Wenn ich da an Praetorians denke, da hat man die Soldaten auch nur aus gewissen Blickwinkeln gehört und ansonsten gar nicht. Ich glaube, bei Age of Empires war es auch so. Also, ist alles immer jammern auf hohem Niveau, ne? Dennoch, durch diese. Wir brauchen wirklich in dem Fall unsere Collarverglasung, damit man ein bisschen mehr sehen kann. Ist doch ein bisschen diesiger. Aber es sieht schon schick aus. So. So. 3 Kilometer noch bis zum Ziel. Dauert nochmal so 10 Minütchen, Viertelstunde. Aber ist okay. Ja, den Ballon haben wir nicht auf dem Schirm gehabt. Wird gelaufen. Aber auch hier an der Ausweichstelle scheint wohl kein Zug uns entgegenzukommen. Schade. Also irgendwie bin ich davon ausgegangen, dass hier ein höherer Anspruch an uns gestellt wird. Aber vielleicht ändert sich das ja auf dem Rückweg. Wer weiß. Ist es ja einfach nur gemütlich durchfahren nach oben, nichts tun. Schon das 20. Oder war das jetzt hier in der Kurve, ne? Aber ich war da jetzt gerade eine 20. Oder war das Kilometertafel? Kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, ich darf hier schneller reinfahren. Oh gut. Hier ist nichts von 20. Hier ist nichts mit 20. Hier ist wieder bei 33. Ja, okay. Dann fahren wir halt weiterhin. Mit unseren 33 den Berg hoch. Ist ja eigentlich überall 6% Steigung. Ne, hier haben wir sogar 2. Das ist mal ein bisschen variieren doch. Naja. So. Sehr schön hier. Also, aber man sieht echt mit den Fenstern einen Ticken besser. Naja, gut. In 3 Minuten sollen wir da sein.
Aber da muss ich auf jeden Fall Gas geben. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir, glaube ich, nicht. Aber auch interessant ist hier wieder mal die Aufhängung vom Fahrrad, ne? Also. Einfach mal hupen, weil wir was können. Ich glaube, nach der Kurve kam auch nochmal irgendwie eine Ausweichstelle. Vielleicht haben wir jetzt Gegenverkehr, aber ich glaube nicht. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Oder ist das dann schon direkt lang, wie es? Naja, wie auch immer. Wir tingeln hier mal schön jetzt in den Bahnhof rein. Interessant ist wirklich, dass unsere Scheibe eingeschmiert ist und die nicht. Wie geht das? Wieso ist die eine Scheibe jetzt frei und unsere nicht? Ah, wahrscheinlich Bergseite und Talseite, deswegen. Naja, gut. Das kann wirklich sein. Oh. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil wir nicht die ganze Zeit ein Fenster drauf haben. Und was auch so irgendwie ein bisschen komisch aussieht, die Verteilung von der Beleuchtung, ja. Irgendwie scheint es im rechten Fenster heller zu sein als im linken. Achtet mal auf den Masten. Kann natürlich jetzt auch täuschen. Rückspiegel. Ah, nee. Ja, die ist links dunkler. Ja, okay, das sieht man jetzt natürlich schlecht. Ach, das geht auch bei der Fahrt. Sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Langwies. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in Langwies. Ja, damit erreichen wir unseren geplanten Fotostopp. Auch pünktlich um 12.15 Uhr. Ah, vielleicht 16. Ach, hier ist Langwies, da wo die Straße parallel ist, okay. Oh, da wo wir die Holzwagen abgeholt haben, das ist Langwies. Was sagt man dazu? Streckenkenntnis ist da. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So. Entschuldigung, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Hupen.
So, Ziel erreicht. Unser Fahrgast steigt im Übrigen nicht aus. Was die Sache natürlich jetzt noch interessanter macht. Wieso steigt der Kollege nicht aus? Steigt der echt nicht aus oder kann er einfach nicht spawnen? Das ist die nächste Frage. Ne, er steigt nicht aus. Ah, dann sollen wir direkt zum Langwieser-Viadukt fahren. Ah, okay. Hab nichts gesagt. Dann fahren wir hier immer auf diese Brücke. Das ist das, ja. Ah, dann ist auch klar, dass er nicht aussteigt. So. Interessiert. Leuchtet das Langwieser-Viadukt eigentlich nicht auch? Na komm. Ja, Türen sollen wir schließen. Ist egal. Ich habe eine Minute Zeit. So, wir machen jetzt hier mal die Tür zu. Und das Ding ist in echt auch beleuchtet. Okay, cool. Gut zu wissen. Also das ist nicht nur im Spiel so, das ist in echt genauso. Anhalten in Langwieser Viadukt. So. Wahrscheinlich genau mitten drauf vor dem Signal. So. Jetzt befinden wir uns wirklich auf diesem Viadukt, was natürlich eine echt coole Nummer ist. Ah, wir sollen sogar mittig da drauf halten. Das macht es natürlich noch interessanter. Mhm. Wenn man wirklich genau auf der Mitte steht. Ja, das kriegen wir aber hin, das kriegen wir hin. So, so. Noch ein Stück, noch ein Stück. So, fast. Und den erstmal auf aus. Bremsen volle Kanne anziehen, wa? Fahrtrichtungsfinder neutral. Hauptschlüssel aus. Naja, wir sollten die Bremsen vorher anziehen. So. Turbo-Schalter aus. Beleuchtung aus. So, gehen wir zur Lokomotive. Über dieses wirklich schöne. Hey, guckt euch mal diesen Ausblick an. Halleluja. Das ist natürlich schon cool.
Ich meine, die Seite ist noch spannender. Aber das ist natürlich richtig cool. Können wir schon mal hier draußen? Gibt es da hinten was zum Einsammeln? Nö. Nö, nö. Und jetzt sind wir wirklich in der Mitte von dem Ding. Wir können natürlich nochmal hier durch den Zug laufen. Da haben wir ja eh ein bisschen Zeit. Und wenn nicht, ist doch egal. So. Sieht doch schon gleich mal so verkehrt aus. Wir und Social Media. Alles klar, Rivet Games. Also, guckt da mal rein. Die haben YouTube-Channel, Facebook, Twitter, Instagram. Die sind vertreten. Die gibt es überall. So. Ja, was haben wir denn noch so? Feuerlöscher. Oh, nicht rauslaufen. Zack. So, Toilette kommen wir nicht ran. Schade, Rivet Games, das hätte da besser machen können. Also ich würde mir echt wünschen, wenn man mal einen Zug hatte, wo man auf Toilette gehen könnte, also zumindest rein. Am besten auch noch so, dass die Klospülung funktioniert. Dass sowas möglich ist, weiß man, wenn man beispielsweise Mafia 2 gespielt hat. Auch ein sehr, sehr schönes Spiel von 2K Games in dem Fall. Ja. Erste Klasse gibt es hier anscheinend nicht. Nur die zweite. Ich nehme alles zurück. Wir haben jetzt die erste Klasse gefunden. Mhm. Halt auf Verlangen. Na, jetzt habe ich ihn angemacht. Mal gucken, ob da was leuchtet. Ich weiß es nicht. So. So, wir gehen jetzt hier wieder rein. Gehen zur anderen Lokomotive. Jetzt sag mir nicht. Ah, ich muss da gleich sowieso rein. Zack, 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 hätte ich so gehen müssen. Warte mal. Das ist doch die gleiche Lokomotive. Ich hab doch nur auf dich gehört. Was soll das? Hä? Gehen Sie zur anderen Lokomotive. Macht doch jetzt gar keinen Sinn. Aha. Alles klar. Dann gehen wir nochmal um den Zug rum. Danke, Spiel. Habt ihr auch lieb. Also. Das hätte man sich. Ja, ich meine, muss ehrlich sagen, mit den Dingern, das können Sie sich auch schenken. Ein bisschen mitdenken kann der Mensch schon noch. Machen wir hier, setzen uns hier hin. Also wieder alles aufrüsten. Zack. So, was haben wir noch? Zugbeleuchtung. Lüfter brauchen wir nicht. Der Fummel ist alles an. Das ist an. Hupe geht. Sand ist am Start. Müssen wir hier noch mit dem Funzel wieder drin. Achso. Die können wir mal anmachen. Die können wir auf Vollgas machen. Spiegel ein. Das aus. Und auf hier geht's. Und dann machen wir uns wieder auf den Weg. Das Ding ist echt auch wirklich beleuchtet. Coole Sache. So, sollen wir wieder einen Langwies halten? Haben sogar schon 6 Minuten Verspätung.
habe wahrscheinlich die Tür noch aufgelassen, ne? Ja, ich habe auf beiden Seiten die Türen aufgelassen. Naja. Und jetzt mal wieder runter nach Chur. Dann sind wir so um. Ja, Chur. Und dann wartet. Alles klar. Also auf geht's nach Chur. So, liebe Leute. Ich. Holen wir mal eben noch was zu trinken. Lasst euch mal eben einen Augenblick alleine. Aber bis dahin werden die Leute auch eingestiegen sein, denke ich mal. Zack, in dem Formel runter und wir dürfen los. Bremse lösen. Sanft anfahren, erspeichern. Zack. Aber meistens kriegt er ja beim Anfahren doch nicht so ganz dahin. Und auf wie geht's. Achterbahn hat gestartet. Und ja. Jetzt geht es schön bergab. Hm? Mal lieber in Ruhe trinken, wa? Zack. Und auf einmal meint er wieder Gas geben zu müssen. Aber ist okay. Bremst funktioniert nicht. Junge, 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 Junge. Ja, muss mal ein bisschen schneller gehen hier, ne? Also. Wenn man schon. Bietet sich halt an. Tut mir leid, ich muss halt manchmal rodeln. Das war jetzt doch zu langweilig, ging nicht anders. Tut mir leid. Wir fahren heute im Sturzflug hier den Berg runter, ist kein Problem. So. Heißt ja nicht umsonst Achterbahn, ne? Ah. Aber es geht eigentlich.
So schnell ist das hier jetzt ja auch nicht, ne? Ja. 100% nach unten. Also wir werden sogar langsamer beim Runterfahren. Also das ist okay. Ein paar ist dann wahrscheinlich einen Zug haben. Müssen wir mal ein bisschen im Auge behalten. Ob wir da halten müssen wir durchfahren können. Aber ich vermute mal, weil wir Verspätung hatten, ob wir durchfahren können. So. Nennt man auch Skifahren, was wir hier gerade machen. So, 350 Meter kommt dieser Bahnhof. Aber der Zug ist da, ich glaube wir können durch, ne? Ja. Nein, können wir nicht. Können wir nicht, können wir nicht, können wir nicht. So, wir dürfen wieder Gas geben. So. Nächste Station, Schurstadt. Naja. So. Noch ein bisschen Tacho vor Augen behalten, weil 160 ist nicht gut hier auf der Strecke. Man geht auch, aber. Ja. So. Wobei schon 60 echt heftig ist, ne? Also. Komm, brems, brems, brems. Problem ist aber, bremsen ist genauso schwierig jetzt hier inzwischen. Auf der Tour. So. Aber gut. Hält 90 Sachen, 70 Sachen hier durch den Bahnhof. Okay, vielleicht sollten wir jetzt doch nochmal bremsen. Das schafft man nicht, das schafft man nicht, das schafft man nicht, das schafft man nicht. Geht alles, geht alles, geht alles, geht alles. So, erstmal eben speichern. Sicher ist sicher. So. Bremse wieder lösen und Guppi. So, mal gucken, was geht.
Ich will die einmal ausfahren, die Lok. Einmal ausfahren. Komm, 100. 100 schafft man noch. Wir sind ohne Entgleis durch die Kurve gekommen. Alter. Okay. 110. Ich wollte wissen. Ich wollte es mal wissen, was so geht. So, Szenario wiederholen. Nein. Wir haben gespeichert. Nicht ohne Grund. Hauptmenü. Laden. Oh, also mit 110. Sind wir rausgeflogen. Ich hoffe, das ist dann der Speicherpunkt auch. Also 110. Abbremsen. Ich stehe voll auf der Bremse. Ich stehe voll auf der Bremse. Ich stehe voll auf der Bremse. Er wird schneller. Er wird schneller. Ich kann nichts machen. Wir haben aber die Stelle überlebt. Ich habe die Bremse voll angezogen. Ja, sind sie. Alter. Ich kriege den nicht mehr unter Kontrolle. Was war das denn jetzt? Nochmal. Hauptmenü. Ich hab die voll angezogen. Nochmal. Also bei ab Tempo 100 kriegt man den also nicht mehr eingefangen. Haben wir halt jetzt auch gelernt. So. So. Seht ihr? Warum das funktioniert nicht? Ah. Was sein kann? Vakuum-Hauptleitung. Was macht man eigentlich, wenn man keinen Bremsdruck mehr hat? Das ist mir halt gerade passiert. Kann das sein? Müssen wir gleich mal auf die Werte hier achten. So, ich will das jetzt mal wissen, was passiert eigentlich, wenn wir jetzt hier wirklich eine Notbremsung hier raushauen. Also der geht auf 1000 hoch. Bremse müsste aktiviert sein, und zwar volle Kanne. Aber Bremse ist jetzt voll reingelatscht. Ich will's wissen. Ich will's einfach nur wissen. Ne, passiert nichts. Okay. Karre steht. Wenn der auf Notfall steht, geht die, glaube ich, schlechter als sonst. Das kann natürlich auch sein. So. Das kann natürlich auch sein. Zulässige Ströme fahren 1 Stunde 650, 3 Minuten 950. Haben wir da eigentlich gerade drüber? So, jetzt sind wir hier wieder durch. So, wir wollen ja unten mal ankommen, ne? Also.
Schurstadt. Junge, Junge, Junge. Also, es ist. Ich bin so ruhig, weil es ist anstrengend. Vor allen Dingen immer dieses Verschätzen hier gegebenenfalls. Nicht gut. Ah, Glück gehabt. Jetzt haben wir noch einen Zug vor uns. Eieieiei. Eieieiei. So. Haben wir jetzt gleich die Gegend so reingeholt? Kann doch nicht, oder? Glaub schon, ne? Sehen wir dann im nächsten Bahnhof. So. Eieiei. Hallo, nee, ich hab keinen Druck drauf. Ha, Hupe geht nicht. Kein Druck. Pfeife geht nicht. Alles klar. Oh. Und auf wie geht's? Wo sind wir jetzt überhaupt? Mal gucken. Oh, ist noch ein Stück. Komm, ein paar gute Kurven. Fallen die ab dem Tunnel wieder. Und das riskieren wir jetzt auch nicht, in dem Tunnel da wirklich mit 50 oder so ranzusammeln. Ja. Ist ja schon wieder auf Notbremse. Ja, tut er. So, jetzt haben wir das. Ja, danach geht es einigermaßen. Oh. Wir haben freie Fahrt, das ist gut. Oh, Schnee ist da.
So, bis jetzt haben wir noch Fahrt. Fahrt ist immer gut. So. Mist! Das wären Vorsignale. Aber bis dahin war es spannend. So, gut. Wir fahren doch wieder normal runter, würde ich sagen. Oder wie seht ihr das? Oh, toll. Das hat eiskalt in den Hals. Oh, haben wir echt den anderen Zug eingeholt. Oh. Ey, der war doch eine 20 Minuten Vorsprung, hat der gehabt, der Kollege, oder nicht? Oh. So. Gut. Ja, gut. Lass mal hier wieder den Zug einfangen. Wo waren wir denn gerade? Oh, wir waren doch schon gut weit gekommen. Ja. So. Ja, gut. Dann fahren wir wieder normal. Ah, Mann. Normal ist relativ, aber... Einfangen muss man den Kollegen ja immer noch. Echt ein Zug vorne vor, oder? Wenn ja, wo ist der? Tatsache, der ist erst da, ey. Katastrophe. Würde das Spiel nicht dieses... Das ist auch so eine Sache. Ich würde es ja feiern, wenn das Spiel einfach weiterlaufen würde, auch wenn man ein rotes Signal überfährt. Und danach einfach nur eine Punktbewertung irgendwie vermerkt kriegen würde und das einstellen könnte. Das wäre auch so ein Highlight, ne? Naja gut, dann fahren wir jetzt halt geschmeidig nach unten. So, ja, so in 7 Minuten sollen wir eigentlich im Tal sein. Glaubt. So. Da hinten. Wir können durch die Ruhr fahren. Ja, ne? Fahren wir so eine scharfe Kurve? Alter Schwede.
Das ist ja echt schon krass. Das ist die Brücke, ne? Die wir gerade von da aus gesehen haben. Alter, das ist schon heftig, klar. Wenn man dann drüber nachdenkt, ob man solche Sachen. Man diesen Weg echt mit 60, 70 Sachen runtersammelt. Ja. Ich kann es schon verstehen. Was da jetzt, was wir den Anzug eingeholt haben, habe ich jetzt aber nicht gerichtet vorhin. Ehrlich nicht. So. Eigentlich müsste ich die auch auf Vollgas setzen. Ich glaube, machen wir jetzt auch. So. Damit man eben, wenn da mal ein Zug kommt. Weil er war ja jetzt hier quasi, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne? Ne, wir waren weiter. Waren wir hier schon? Wir waren da, ne? Ich glaube, wir kriegen jetzt gleich einen Halt. So bauchgefühlsmäßig. Na, wir dürfen. Also vorhin wurde es ja schon knapp. Gut. 6 Kilometer bis zum Ziel. Ich glaube, da können wir sogar wirklich schaffen in der Zeit, ey. Muss halt gucken, ob wir nicht so schnell sind. Schon natürlich eine Hausnummer hier. Der nächste Bahnhof kommen wir nach dem Tunnel, ne? Nächste Ausweichstelle.
war ja hier jetzt ein Viadukt. Heiliges Fahren nimmt man ganz hier. Genau, hier war das. Vielleicht passt es diesmal. Vorhin hat es nicht gepasst. Na ja. Wir werden es gleich sehen. Ob es passt oder nicht. Rechnen wir mit dem Halt. Wir rechnen einfach mal damit. Aber vielleicht dürfen wir durchfahren. Verkackt. Ah, der ist aber auch gemein. Das ist aber echt gemein an der Stelle. Man auch eine Halttafel stehen muss, die man nicht sieht. Also, das ist egal wie gemein. Also, guck mal, wie schnell wir jetzt sind. So, das ist. Kannst du da sogar langsam reinfahren? Die Stelle ist echt. Ey, das ist doch nicht normal. Gut, aber bis dahin können wir fliegen. Nein, das war jetzt das falsche Menü. Mist. Boah. So, Hauptmenü. Nochmal, ja. Also das kotzt mich jetzt gerade doch schon so ein bisschen an. So, warte mal. Nochmal. Na gut. Okay. Also fliegen wir nochmal. Was mich Leute so fragen. Bin mit dem Auto von meiner Freundin gefahren und hab Felgen bis jetzt gerade. Soll ich ehrlich sein oder lieber nichts riskieren? Ah, also, siehst ja, ich habe mir gerade auch den Zug von meiner Freundin geklaut. Wir halten uns ja die 30, lieber Unbekannter. Und ja, ein paar Mal über Rot gefahren, ein paar Mal entgleist, das muss so. Also, ganz ehrlich, was ist das für eine Frage? Ja, sei ehrlich. Ist kein Videospiel, was du da bewegt hast und zermackt hast. So, und ich hoffe, dass wir jetzt nicht wieder entgleisen. Ah ja, und die Vakuumpumpe auf Vollgas setzen. Na, genau. So. Geht doch. So. Gut. So.
Also Versuch Nummer 33. Eigentlich wollte ich jetzt schon unten im Tal sein. Wortwörtlich Wusa. Also nochmal. Und gut. Nicht schon wieder. Oh Mann, wir schaffen das noch. Wir schaffen das noch. So, Hauptmenü nochmal laden. Ich war doch jetzt nicht mal schnell. Mein Gott. Oh. Mann, dass die Folge länger dauern sollte. Gut. Also erstmal Vakuumpumpe, Vollgas. Die brauchen wir auf jeden Fall auf Saft. So. So. Hauptleitung. Aber wir müssen halt immer... Versuchen es nochmal. Schon vorher entgleist. Ich sollte meinen Job wechseln, ne? Wie seht ihr das? Schreibt es mal in die Kommentare. Also ich glaube, ich brauche einen neuen Job. Hat hier ja gar nichts. Gar nichts auf sich, aber. Also selber selbst egal, was wir machen. Mit 30, mit egal wie ich will. Wir kommen da noch runter. Wir kriegen das noch hin. So. Das Problem ist nur, wir haben auch keinen Bremsdruck mehr. So. Das nur weil das eine Signal da unten. Ah, das schafft man nicht, das schafft man nicht, das schafft man nicht. Boah. Es sind ja immer die gleichen Stellen, wo man rausfliegt. Das ist ja das einzig Gute, also. Da hat man ja so einigermaßen nachher raus. So. Hier sind wir gerade entgleist. Oh, ey. Ja.
So. Was sind wir denn jetzt? Scharfe Rechtskurve. Bremsen. Dauer 585. Ja, kriegen wir hin, da sind wir schon die ganze Zeit drüber. Na, aber gut. Ich sag jetzt nochmal hier unten speichern. So. Ich hab die Schnitzel nämlich voll. So. War also auch so eine Kurve, die man glaube ich nicht packt, ne? Berg rein. Genau. Das müsste jetzt die Station sein, wo wir einen Halt kriegen. Lampe sagt grün. Bringt mir also gar nichts. Jetzt soll ich keine Lampe? Ich meine, das wäre die Station gewesen. 30. Hier auch Fahrt angezeigt, na? Naja, das ist ja gar nicht. Ist ein weiter. Ist, glaube ich, ein weiter, ne? Oder war der hier? Ne, ist ein weiter. Gut. Speichern. Zack, fertig. Gas geben. So, jetzt mit der Anzeige oben sehe ich, da haben wir einen Halt. Ohne die Anzeige wüsste ich das jetzt nicht. Habe ich da irgendwo ein Schild, ein Signal oder so für eine Übersicht? Ich bin mal gespannt. Also jetzt ist er im Bahnhof gerade eingefahren. In 2,5 Kilometern. Wieso bremst du nicht? Oh, Junge! Bremsen versagen zwischendurch auch? Alter Schwede. Ja, die Vakuumbremse ist anscheinend komplett überfordert. Ich hab dich doch auf 3 gestellt. So. Anderthalb Kilometer noch. Und wieder entgleist. Mann.
Also, das kriegen wir noch hin. Wir kommen da unten an. Ich glaube fest da dran. Ich glaube fest da dran. So. Wir sind ja jetzt zum Glück in dem Bahnhof da vorne. Ist halt nicht mehr ganz so weit. Also, hat jetzt noch 1,5 Kilometer, ne, bis zum Ziel. Und jetzt haben wir noch 2,6. Ja. Vakuumpumpe steht immer noch auf 3. So, erstmal speichern, dass das jetzt auch mal drin ist. Mann. So. Haben sie es gelöst? So. Runter, 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 runter. Die Kurve haben wir sonst nicht, packen wir sonst gleich nicht. So. Ist das Signal jetzt auf grün? Achso, dann ist der da reingefahren, ne? Genau. So. Ja, haben wir jetzt überlebt hier. So, nochmal speichern. So. Scharfe Rechts- und Linkskurve, ne? Genau. Das ist wieder eine Viadukt. Und da müssen wir dran denken. Wahrscheinlich ist so trotzdem noch ein anderes Signal dahinter. Gut. Wir haben jetzt die 30. Ich meine, schön, ihr seid immer noch hier anzusehen. So, speichern. Zack. So. Ich weiß, da kommt gleich ein Halt. Also hier ist Fahrt. Richtig? Richtig. Das ist das Vorsignal für das Signal, das danach kommt. Richtig? Richtig. Vorsignal. Wir müssen jetzt auf jeden Fall richtig krass runterbremsen. Weil diesmal bleiben wir da stehen. Zeig mir Fahrt an. So. Der Konsorte zeigt mir da Halt an. Kann man übrigens aus dem Augenwinkel doch erkennen. Also ganz da hinten sieht man das Rote durchschimmern. So, woher weiß ich denn jetzt, dass hier Halt kommt? Vorsignal, Einfahrtsignal, freie Fahrt. Hier war jetzt kein Vorsignal. In dem Fall nichts dergleichen. Man muss einfach davon ausgehen, dass man Halt kriegt. Okay.
Der Absurdeste ist wirklich, dass man dann auch hier an dem Haltepunkt stehen soll. Aber wenn wir schon mal hier sind, können wir hier mal gucken, ob wir hier Sachen einsammeln können. Nicht wahr? Gibt's hier irgendwas zum Einsammeln? Nö. Nö, nö, nö. Wo sind wir denn jetzt? Untersachs. Okay. Untersachs bietet gar nichts. Na, bis jetzt nichts. Eine Handweiche, okay. Ein Schutzgleis, auch gut. Wollen wir da hinlaufen? Ja, ne? Schutzgleis geht. Kommen wir hier eigentlich. Lass mal hoch, ne? So. Haben wir jetzt inzwischen Fahrt? Nö. Fortfahren mit reduzierter Geschwindigkeit. Wie? Was soll denn der Blödsinn? Achso. Genau. Okay, fahren wir langsam da drüber. Muss ich jetzt erneut anfragen? Ihr wollt mich doch verarschen. Das ist doch jetzt ein Witz. Wenn der jetzt im Gegenzug hochkommt, dann haben wir ein Problem. So. Na, wo ist er denn? Da fährt er. Kommt denn von unten was hoch? Nö. Alles klar. Dann müssen wir noch was warten. Hat sich das Reisen ja richtig gelohnt. Oder das Rasen. So, hier machen wir mal einen Speicherstand hin. Toll. Wenn man jetzt den Zug wenigstens davon löschen könnte, ne? Dann wäre das Problem ja mit einem Wisch alles weg. Flupp und weg. Naja. Naja, 30 Jahre später. Ey, wir haben Fahrt, wir dürfen wieder. Oh, sag doch mal was. Wie lange stehen wir jetzt hier schon? Oh, ja, ja, ja. Komm. Das gibt's doch nicht. Habe ich da gespeichert. Das gibt's doch nicht. Alter Schwede. Oh. Zu heftig angefangen. Ich gehe kaputt. Oh, ey.
Also. Jetzt müssen wir wieder warten, ne? Oh, Junge, Junge, Junge. Ja gut, dann warten wir halt nochmal. Mann, Mann, Mann. Ist doch doof. So. Oh, 30 Jahre später. So, wir haben immer noch einen Halt. Oh Mann. So, 30 Jahre später, 40 Jahre später. So, speichern direkt am grünen Signal. Ganz wichtig. Bremse lösen. Langsam anrollen. Kann man jetzt gar nicht machen. So, wir drehen den, wir drehen den, wir drehen den. Null. Wie soll ich den denn anfahren? Nochmal. Alter Schwede. Was wollen wir jetzt machen? Wir fahren jetzt rückwärts. Wie will man das Ding denn da anfahren? So. Also wir stehen in der Kurve. Das ist das Problem wahrscheinlich. Also, machen wir das jetzt anders. Den erstmal... So, Bremse lösen. Auch entgleiten. Wie kriege ich die Kiste? Ich habe hinten noch einen Lok. Das gibt's doch nicht. Ich habe hinten einen Lok. So. Also dich auf neutral. Bremsstöße ziehen. Haben wir eigentlich Gefälle? Nein, natürlich nicht. So, Hauptschlüssel aus. So, Versuch Nummer B. Wenn ich den da nicht anfahren kann, dann vielleicht hier mit der Lok. Katastrophe. Katastrophe. So. Entgleist. Okay. Hauptmenü. Und jetzt machen wir andersrum. Und kann ich den nicht leichter anfahren lassen? So, Bremse ist gelöst. Na, die ist gelöst. Die ist gelöst. Haben wir. Lauf, Forest, lauf. Du musst jetzt noch schnell auf die Lok springen, bevor die im Tunnel ist, weil dann kommen wir da nicht mehr zwischen.
Wir sind schon mal 10 Meter weiter. So. Mal anders. Die lösen wir. Ah! Szenario wiederholen. Na, Hauptmenü. Alter Schwede, wie krieg ich denn jetzt diesen dämlichen Zug da weg? Zuletzt gespieltes Spiel wieder aufnehmen. Also wir wissen auf jeden Fall, wenn ich hinten schiebe, das geht. Richtig? Richtig. So, das heißt den nach hinten, der ist offen. Raus. Aber wir rollen, wir rollen, wir rollen, wir rollen. Wir dürfen nicht stehen bleiben. Wir müssen mehr, nur fast ein bisschen mehr Geschwindigkeit aufnehmen. Klappt die Kacke jetzt nicht? Oh. Das gibt's doch nicht. Okay, wir fahren jetzt mit der hinteren Lok runter. Ist mir jetzt egal. Ich habe die Schnauze voll. Ich will da unten ankommen. Hauptmenü, komm, mach fertig. Dann fahren wir halt mit der hinteren Lok. Ist egal. Fahren wir halt rückwärts. Boah. So. Dann schieben wir den Zug halt. Fahren wir halt mit dem Zug. Ist doch egal. Machen wir halt so. Ist mir jetzt egal. So, komm, Gas. Ich will unten noch ankommen. Das soll jetzt alles ebenerdig sein. Eieiei. Also, wie sieht es jetzt hier aus? Schön. Schön, schön. Also, Wendezug. Kriegen wir hin. Scheibenwischer läuft noch. Dann muss man auch peitschen hören, ne? Wo sind wir denn jetzt? Wir sind hier. So. Mal eben nochmal speichern. So, bis hier sind wir schon mal. Gut. Dann machen wir jetzt hier im Sturzflug die letzten 300 Kilometer. Alter Schwede. Mal ein bisschen bremsen. Oh. Das Problem ist jetzt, dass wir ja auch in der Lok hinten. Das kann leider verschieben. Aber gut. So
sehen wir da mal auch eine Außenansicht hier, ne? Also. Ist auch nicht so verkehrt. Stoßflug, die 200. So. Aber hier vorne wird das noch schlimmer als in der Karre selber, ne? Weil wir jetzt mal hier auch wieder mit 70 Sachen durch. Aber. Naja, gut. Marz hat an die Person, die mich gerade angeschrieben hat. Ich kann es mich zwar nicht hören, aber. Ja, ich werde mich gleich um dich kümmern. Wir sind ja erst eine halbe Stunde hinter Plan über dem Daumen, ne? Ja. Oh Gott. So. Jetzt quer durch die Stadt mit dem Tempo. Eieiei. Das ist natürlich eine Hausnummer. Eigentlich viel zu gefährlich, was wir jetzt hier gerade veranstalten. Aber gut, wie gesagt, ich will langsam aber sicher doch hier mal das Ding fertig haben. Wir haben noch zwei Haltestellen. So, das darf man auch nicht vergessen. Wie weit ist das noch? Oh, ist noch ein gutes Stück. Da haben wir gerade eine Steigung hoch. Das könnte in die Hose gehen. Das geht in die Hose. Aber wie ihr seht, die Ampeln nicht wirklich funktionell hier. Jetzt müssen wir mal langsam in den Landeanflug gehen. Oder zum Landeanflug übergehen, so rum. So. Zwanzig Entgleisungen später haben wir unser Ziel erreicht. So. Wir werden sogar von den Autos überholt.
Auch eine interessante Sache. Da müssen sie dann da vorne stehen bleiben. Nee, ist eigentlich die falsche Tür, ne? Mhm. So. So, jetzt können wir aber rübergehen und auf der anderen Seite weiterfahren. Mein Gott! Ja, schwere Klamotte hier heute. So, also Mahlzeit, Mahlzeit, Mahlzeit. Sehr schön. Aber echt eine schwere Geburt heute. Katastrophe. So, erstmal wieder speichern, falls er uns wieder entgleist. Sogar ohne Entgleisen. Sehr gut. Nächster halt schon Bahnsteig, dann sind wir auch am Ende unserer Reise angekommen. Mal endlich. Eine halbe Stunde länger als geplant. Fast 40 Minuten länger als geplant. Eieiei. Dennoch hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat. Ja, und dann findet ihr, keine Ahnung, oben links ein Video, das euch YouTube vorschlägt. Wahrscheinlich aber trotzdem was Passendes zur Rätischen Bahn wieder mal. Schneeparadies. Ich muss mal gucken, was ich finde. Wenn ich dran denke. Unten links landet ihr natürlich dann gleich bei der GE4-4-2. Keine Ahnung, wie das Ding genau heißt. Ist mir egal. Und in der Mitte bei Transit World 3. So, wir fliegen hier nochmal über den Kreisverkehr eben drüber. Weil jetzt reicht es wirklich langsam. Damit sind wir dann auch am Ende unserer ersten Reise angekommen, seit langem wieder. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. So, Ziel erreicht. Fertig. Und das war jetzt echt anstrengend. Das war jetzt wirklich mal was. Rätische Bahn. Steht hier SBB auf dem Bahnhof drauf? Nö. Weil ich gehe ja davon aus. Ne, ist alles Schmalspur, ne? Ist der komplette Bahnhof Schmalspur? Interessant. So. Naja. Dann ist das so, ne? Wie dem auch sei, jetzt kommen wir fertig. Und macht das Türchen zu. Wir haben unser Ziel erreicht, nach 10 Versuchen. Luke ist zu. Die Auswertung kommt. Vielen Dank für das Beenden der Aufgabe. Lassen Sie uns sehen, wie Sie abgeschnitten haben. Ja, gerne doch. Gucken wir noch eben die Bewertung rein. Wie gesagt, jetzt zum Schluss war es mir echt egal. Hauptsache nur runterkommen. Ja. Und immerhin noch eine Bronzemedaille, aber ey, wir waren flott. Wir waren flott. So, 1,5 Stunden haben wir jetzt nach dem Speicherstand benötigt. Wahrscheinlich haben wir echt bestimmt 2 Stunden, 2,5 gebraucht. Naja, wie auch immer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem ganzen Daumen nach oben. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Bauer sein. Beim nächsten Mal sehen wir. Das können wir auch noch eben durchgehen. Wort vergessen. Das gehen wir noch eben durch. So.
Zu den Zügen, Strecke auswählen, Arosa Line, Szenarien. Alpines Fotoshooting. Damit geht's weiter. Bedienen Sie einen touristischen Passagierzug bis Arosa und machen Sie unterwegs Landschaftsfotos. Oh, das Ding soll in dem Fall eine Stunde 10 dauern. Ja, cool, ist 1 Stunde 30. Wir haben 1 Stunde 30 benötigt. Aha, interessant. Und danach kommt dann Open Air Reisen. Gefolgt von Überschwemmt, Lieferung zu Weihnachten und es weihnachtet. Da haben wir dann auch schon Weihnachten. So, so der Plan zumindest. Mal schauen, wie es ausgehen wird. Und damit sage ich dann mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.